Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. In dieser Ausgabe des HOMAG Newsflash werfen wir einen Blick auf das vergangene Jahr, das durchaus herausfordernd war, aber auch reich an spannenden Projekten und Erfolgen. Diese besonderen Momente möchten wir mit Ihnen teilen. Genießen Sie also unseren Jahresrückblick und lassen Sie sich ganz einfach inspirieren. Eines Ihrer und auf jeden Fall eines meiner absoluten Highlights in diesem Jahr war die Ligna. Die ganze Atmosphäre war wirklich einmalig. In Hannover konnte man die Innovationskraft der weltweit führenden Messe für Holzbearbeitung deutlich spüren. Und auch ich hatte ein paar tolle Begegnungen. Schauen Sie mal. Reichlich gute Stimmung hier in der HOMAG-Halle. Wie finden Sie die Atmosphäre so? Ja, es ist in der Tat meine allererste Ligna. Ich bin völlig begeistert. Wir fahren 150 Meter mit einem Aufzug unter die Erde und die Themen werden in verschiedenen Labs präsentiert. Hi Jasmine. Hi Fabian. Sharing Passion, das haben wir auch erlebt. Wahnsinnig viele Menschen, die eine wahnsinnig große Leidenschaft miteinander teilen. We've come over from Australia with HOMAG. We're from Panama. We've been here 5 or 6 times. The new models come with more gadgets, more adjustments. Yeah, brilliant. Ja, und wenn Sie gar nicht genug von der Ligna und HOMAG bekommen können, empfehle ich Ihnen die Serie HOMAG auf dem Weg zur Ligna. Hier bekommen Sie zusammen mit Fabian Hornstein viele exklusive Einblicke in die HOMAG-Welt und sehen auch, wie die Vorbereitungen für die Ligna eigentlich so gelaufen sind. Doch die Ligna war nicht das einzige Highlight in 2023, denn nach der Ligna ist vor den HOMAG Fenstertagen. Und so kamen Kunden aus aller Welt, um sich über die neueste Technik bei der HOMAG Fensterfertigung zu informieren. Die wichtigsten Themen: Datenbereitstellung, Glasklebetechnik und die passende Software. Die gibt es auch für das neue Lager auf zweiter Ebene und Doppelstocklager. Ihr Lager wächst mit Ihren Ansprüchen und deshalb erweitert HOMAG sein Portfolio durch die Einführung eines HOMAG-eigenen Einachsbeschickers, dem StoreTech F100. Zusätzlich gibt es ein Lager auf zweiter Ebene, das StoreTech P310, P510 und das Doppelstocklager StoreTech P320, 520. Die Vorteile sind die hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Möglich macht das die Nutzung der führenden Lagersoftware WoodStore. Ein weiteres Highlight in 2023 ist die EdgeTech S500 Schmalteilemaschine. Mit ihr können besonders schmale Werkstücke bis minimale Werkstückbreite 40 mm präzise verarbeitet werden. So können auch kleinere Fronten und Blenden produziert werden. Zusätzlich kann zwischen verschiedenen Profilen automatisch gewechselt werden. Unter dem Motto von A wie Anreißen bis Z wie Zukunft hieß Weinmann seine Gäste zur Hausmesse in St. Johann willkommen. Das Branchentreffen für den Holzbau sorgte für viele Möglichkeiten zum Austausch mit Experten und Partnern. Neben unterschiedlichen Live-Vorführungen wie der Walltech M300 gab es die Möglichkeit, das Netzwerk mit Partnern aus den Bereichen Software, Befestigungsgeräte, Werkzeuge und vielem mehr zu erweitern. Ja, es war wirklich viel los in 2023 und jemand, der das auf jeden Fall bestätigen kann, ist der Vorstandsvorsitzende der HOMAG Group, Dr. Daniel Schmidt. Herr Dr. Schmidt, gerade eben haben wir es gesehen, eine tolle Ligna, begeisterte Kunden, großartige Innovation. Wie lief denn Ihr HOMAG-Jahr 2023? Ja, die Ligna war sicherlich ein Highlight für uns gewesen. Es war eine große Show. Wir haben uns sehr gut präsentiert, wie Sie schon sagen, mit vielen Innovationen. Das ganze Team war begeistert, unsere Kunden waren begeistert. Wir haben tolle Gespräche geführt. Wenn wir auf das ganze Jahr 2023 sehen, dann hat sich für uns doch ein differenziertes Bild ergeben, ein gemischtes Bild ergeben. Auf der einen Seite hatten wir mit dem hohen Auftragsbestand gute Umsätze und gute Gewinne. Auf der anderen Seite
haben wir gesehen, dass im Laufe des Jahres die Auftragseingänge rückläufig waren, sodass wir mit gemischten Gefühlen in die Zukunft schauen. So viel also zum Rückblick. Wie sieht es denn aus, wenn wir nach vorne in die Zukunft blicken, Herr Schmidt? Der Service ist etwas, auf das sich die HOMAG-Kunden ganz besonders verlassen. Was gibt es denn hier Neues? Ja, der Service ist unglaublich wichtig für unsere Kunden. Unsere Kunden haben Produktionsdruck, die sind darauf angewiesen, dass die Maschinen gut funktionieren. Und für uns als Unternehmen ist Service mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Unternehmensportfolios. Und hier wollen wir auch in der Zukunft weiter mit Innovationen voranschreiten. Wir haben viele neue Produkte, Serviceprodukte an den Markt gebracht. Wir beschäftigen uns immer mehr mit Predictive Services. Und es ist uns gelungen, trotz des schwierigen Marktumfelds im Service nochmal zu wachsen. Und ich glaube, hier hat unser Team eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Das sind schon mal gute Neuigkeiten. Was nicht so neu ist hingegen, ist, dass der Markt immer mehr Herausforderungen mit sich bringt. Wie reagiert denn HOMAG darauf? Ja, der Markt ist in der Tat herausfordernd momentan. Ich hatte schon gesagt, die Auftragseingänge sind rückläufig. Wir wollen den Service weiter stärken und wir wollen die Krise nutzen, um auch Innovationen voranzubringen, sodass wir nach der Krise gut gerüstet wieder an den Markt gehen können. Vielen Dank für diese offene Antwort, Herr Schmidt. Zu guter Letzt, worauf freuen Sie sich denn, wenn es um das neue Jahr geht, 2024? Ja, in 2024 freue ich mich auf weiterhin sehr gute Kontakte mit unseren Kunden. Ich freue mich auch darauf, dass vielleicht der Holzhausbau wieder etwas stärker in den Fokus rückt. Und dann haben wir eine große Messe in den USA, IWF. Dort werde ich sicherlich auch persönlich hinreisen. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Schmidt. Und ein herzliches Dankeschön geht ebenfalls an Sie alle, an unsere Zuschauer da draußen. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel und wir hoffen, dass Ihnen unser Rückblick auf dieses herausfordernde, aber dennoch sehr spannende Jahr gefallen hat. Bis zum nächsten HOMAG Newsflash wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr wiederzusehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.